Die Szenerie des Zürich Classicar Award wirkt schon fast ein wenig wie zurückhaltendes Understatement. Rund um den Pavillon am Bürkliplatz im Zentrum Zürichs und direkt am Züricher See sammelten sich am Mittwoch, den 21. September, ganze 50 klassische Fahrzeuge. Und wieder einmal bewies sich, dass in der Schweiz sehr interessante, exklusive und rare historische Automobile zu finden sind. Durch die zentrale Lage füllte sich der Platz auch zügig und schick gekleidete Banker, asiatische Touristen und shoppingbegeisterte Passanten verharrten vor den ausgestellten Oldtimern. Wer sehr früh dran war, konnte bereits einige Unikate bei der Einfahrt auf dem Bürkliplatz beobachten. Darunter mehrere echte Unikate, wie der Chrysler 77 Roadster mit einer Chromstahlkarosserie im Art Deco-Stil. Pure französische Eleganz präsentierte der Delahaye 135M mit Chevron-Karosserie. Das erste Exemplar mit Schiebedach. Zu den größten Mercedes-Benz-Fahrzeugen gehörte das Modell Nürburgring 500. Das erste produzierte Exemplar fristete in den 60er Jahren ein Leben als Feuerwehrfahrzeug, bis die beiden Schweizer Zwillingsbrüder das Fahrzeug wieder in seinen Urzustand zurückversetzten. Ein absolutes Restaurationsmeisterwerk. Gleich daneben stand der 1914er Talbot in einem sehr guten und originalen Erhaltungszustand. Das Fahrzeug stammt aus Südafrika und überlebte die etlichen Jahrzehnte ohne größere Rostschäden. Den zweiten Platz in der Vorkriegsklasse belegte der BMW 328 mit einer Roadster-Sonderkarosserie von Wendler. Das Fahrzeug ist jetzt erstmal, es ist ein Einzelstück. Der Zürich Classicar Award schätzt sich immer wieder glücklich, absolute Einzelstücke präsentieren zu können. Und hier haben wir einen BMW 328. Sieger der Vorkriegsklasse wurde der Rolls-Royce Phantom One mit Bowtail-Karosserie. Das Fahrzeug war während des Krieges in einer Brücke in London eingemauert und wurde erst nach dem Krieg entdeckt. Aber nicht nur die großen Vorkriegsmodelle glänzten bei dem Zürich Classicar Award um die Wette, sondern auch die kleinsten Vertreter der Automobilgeschichte. Vom dreirädrigen Bond über den kleinen Meadow Frisky, den Corvette, Spatz, Heinkel Kabinenroller, BMW Isetta oder auch der Messerschmitt Tiger. Ebenfalls kleine Vertreter der Automobilhistorie, aber wesentlich sportlicher sind die unterschiedlichen Abarth-Modelle, die sich im Rahmen des 70. Jubiläums der italienischen Marke bei dem Zürich Classicar Award sammelten. Bereits beim Einfahren auf den Bürkliplatz war deren Sportlichkeit nicht zu verleugnen. Der Fiat Abarth OT 1300 Periscopio beeindruckte mit seinem durchdringenden Motorenklang. Dagegen wirkte der Fiat Abarth 2400 mit Alemannio-Karosserie regelrecht friedlich. Ganze 10 unterschiedliche Abarth-Modelle konnten von den Besuchern bestaunt werden. Sieger in der Klasse Abarth wurde der Fiat Abarth 750 Sagato GT Corsa. Vor der Züricher Nationalbank reihten sich 14 große Bentleys auf, die sich der Bewertung der Jury stellten. Sie präsentierten das 100-jährige Jubiläum der britischen Luxusmarke. Dazwischen echte Raritäten, wie der Bentley Airline Saloon mit besonderer Stromlinienkarosserie. Mr. William Bentley, der hat nach dem Motto gehandelt, Will on Sunday. Den Preis Best Preserved erhielt der Bentley T1, der sich wie aus dem Verkaufsraum entnommen der Jury präsentierte. Und
Diesen Preis möchten wir zusammen überreichen mit Sonax. Sonax ist unser. Auch einige wirkliche Raritäten waren in dem Teilnehmerfeld zu finden. Darunter ein Aston Martin DB5 Shooting Brake oder auch der britische Triumph Bond Equip GT Mark II, von dem insgesamt nur 831 Fahrzeuge gebaut wurden. Im deutschsprachigen Raum kaum zu sehen, ist der britische Jowett Javelin. Das Auto war eine der ersten Neukonstruktionen in England nach dem Krieg. Unglaublich. Was wäre ein Event in der Schweiz ohne einen Monteverdi? Das rote Monteverdi 375 SQB wurde von Peter Monteverdi zurückgekauft und ins Museum gestellt. Nach seinem Tod wurde das Fahrzeug wieder verkauft und war dieses Jahr auf dem Zürich Classic Car Award zu sehen. Gerade als Schweizer, oder als Schweizer Auto. Weitere automobile Highlights waren der Alvis mit Graber-Karosserie und der Arnold Bristol mit Bertone-Karosserie. Nach ganzen 20 Jahren Restauration zeigte der Besitzer erstmals seinen Renault Alpine 108 Tour de France, die Urform des Renault Alpine. Den begehrten Preis des Best of Show erhielt der Lancia Aurelia B24S Spider America. Der Sieg wurde gebührend vor dem Publikum gefeiert.